Es gibt einige Dinge, die du für mich erledigen musst. Dinge, die du nicht verstehen wirst und die du nicht verstehen willst. Aber bitte begehe nicht dieselben Fehler wie einst ich. Mein Vater, Howard, verließ mich, bevor ich geboren wurde. Als meine Mutter starb und ich kurz nach ihrer Beerdigung einen Brief erhielt, schien mein Schicksal besiegelt. Blind tat ich das, was zu tun ich als richtig glaubte. Aber dies alles war ein Trugschluss. Des Menschen Natur besiegelte meinen Untergang. Mein Name ist Philipp. Wenn wir Glück haben, dann bin ich bereits tot, während du diesen Brief liest. Doch wenn das Schicksal zuschlägt, dann gehen wir alle zugrunde. Und damit hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Oder sollte ich eher sagen, zu einer brandneuen Let's Play-Reihe. Und zwar handelt es sich um, wie ihr gesehen habt, Penumbra im Halbschatten. Der erste Teil der Penumbra-Reihe. Ich werde sie alle drei, beziehungsweise ich habe gelesen, es gibt sogar 5 Teile, mit euch spielen, damit wir das alles zusammenkriegen. Mal sehen, ob ich die anderen 2 dann auch noch hinkriege. Aber Leute, war das erstmal ein Krampf, das Ganze auf Deutsch zu bekommen? Denn Steam und GOG verkaufen nur die englische Version jeweils von dem Spiel. Und jetzt habe ich verschiedene Sprachpatches gesucht und die sind bei den verschiedensten Webseiten einfach nicht mehr verfügbar. Und ich habe es aber im Endeffekt dann doch noch jetzt geschafft. Ich hoffe, dass es mit den anderen Teilen genauso reibungslos dann, oder reibungslos, haha, auf jeden Fall, dass es mit den anderen Teilen funktioniert. In diesem Sinne, liebe Leute, lasst uns das Spiel starten. Leicht für Anfänger geeignet, normal für die meisten Spieler, schwer für Profis. Aber wir werden auf keinen Fall schwer machen. Ich tendiere gerade zwischen leicht und normalen. Wir sind zwar kein Anfänger, normal, ich würde gerne auch so mal diesen Fokus auf die Story und so legen. Lass uns mal leicht nehmen. Meine Geschichte begann im Februar 2000. 21 Jahre her. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, war es das erste Mal überhaupt, dass ich von ihm hörte. Er ist tot und Briefe aus dem Jenseits zu schreiben, scheint wohl eine vererbte Gewohnheit in unserer Familie zu sein. Der Brief beinhaltete einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte dem Tod wohl schon seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag, dass er kommen und ihn holen würde. Ohne weitere Erklärungen wies der Brief auf eine Bank in Mayfair hin, von der ich noch nie etwas gehört hatte. In der Bank war ein Schließfach angemietet, eingetragen auf den Namen meines Vaters und meinen. Er wusste natürlich, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Ich fand heraus, dass auch wenn er vor über 30 Jahren für tot erklärt wurde, der Inhalt der Box, ein altes Buch sowie eine Handvoll Notizen, seit seinem Tod rein rechtlich gesehen mir gehört. Die Anweisungen meines Vaters waren klar verständlich. Ich sollte die Dokumente verbrennen und keine weiteren Fragen stellen. Aber genau das war sein Fehler. Denn natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Die Universität, an der ich lehrte, war für 2 Sachen bekannt. Physik und Linguistik. Ich war mir der Physik zugewandt, aber aus sprachlicher Sicht war ich über meinen Fund mehr als verblüfft. Das Buch konnte ich nicht entziffern. Aber die Notizen wiesen auf einen unbewohnten Ort irgendwo im Norden Grönlands hin. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gekostet, meinen allerletzten Flug zu buchen. Als ich von Heathrow abflog, wurde mir erst richtig bewusst, dass mein Vater vor 3 Jahrzehnten verschwand. Fast auf den Tag genau, an dem ich mich nun auf seine Spuren begebe und alles Bekannte hinter mir lasse. Wir landeten auf einer nicht sehr breiten Eisfläche und ich quartierte mich auf einem gecharterten Boot ein. Eine 12-stündige Reise zurück in meine Vergangenheit sollte nun beginnen. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen. Nützliche Dinge kann ich mit Maus links aufnehmen und mit irgendwas genauer betrachten. Maus rechts. Okay. Alles klar. Grafisch natürlich nicht mehr hundertprozentig auf dem neuesten Stand, wie ihr seht. Aber Penumbra, wie alt ist Penumbra? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon eine Weile her, ne? Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um.
Fischi, hier kann man reingucken. Eine Taschenlampe. Sehr gut. Kann ich das Inventar mit Tab ein- und ausgeschaltet werden oder mit Hilfe von F wie Flashlight? Okay, machen wir wieder zu. Das ist das Ding. Hier sind ein paar Bilder. Ein Playboy-Poster. Schön, dass sich einige Dinge niemals ändern werden. Okay. Das ist ein klappriger, hölzerner Tisch. Ich kann die Schublade öffnen, indem ich die Interaktionstaste gedrückt halte und die Schublade mit einer Mausbewegung zu mir ziehe. Okay, das haben wir ja schon gemacht. Kissen. Ziemlich muffig. Zum Glück komme ich hier bald raus. In diesem kleinen Raum habe ich gegessen, geschlafen und nun alles Mögliche gemacht. Und zwar wochenlang. Okay, hier ist aber nichts weiter. Kann ich hüpfen schon? Wow. Ja, da oben liegt aber nichts. Okay, dann... Oh, eine Kanne. Also eine Dose, eine Can. Kann ich aber sonst nichts machen damit. Okay, dann gib mir mal den Stuhl. Machen wir mal weg. Wo kann ich denn... Aha. Aber sonst ist hier oben nichts. Zumindest kann ich hier gerade nichts machen. Ich würde gerne hier hinten noch gucken. Das ist nur ein Dings, ein... Auch nichts drin. Ich weiß nicht, wie man es nennt. So ein Sicherheits... So ein Ring, so ein Rettungsring. Rettungsring ist das Wort. Irgendwo dort draußen muss Land sein und die Antwort auf meine Fragen. Ich kann übrigens Sprache und Umgebungsgeräusche wieder nicht separat voneinander laut und leiser schrauben. Eine Sache, die wir lieben, natürlich. Crouchen ist hier unten auch nichts. Komm wieder hoch. Ein Brief. Liebesbrief der Frau eines Fischers. Mein liebster Erik, ich schreibe dir diese Zeilen, bevor du wieder die Segel setzt und mich erneut alleine lässt. In der Kiste am Fußende deines Bettes liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnd in Schichten schlafen müsst. So werdet ihr auf lange Sicht keine Erholung finden, aber was weiß die Frau eines Fischers schon vom rauen Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Bitte bleib nicht wieder 5 Wochen weg wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzhosen habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn zu machen scheint. Du wirst sie sicher schon bald alle mit öligen Fischinnereien beschmutzt haben. Uah. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Henriksons aus dem Dorf wollten wissen, ob du ihnen ein paar Forellen mitbringen könntest. Ich sagte ihnen, dass momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du noch welche fangen solltest, behalte sie und leg sie auf Eis. Ich werde sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten und deine Rückkehr gebührend zu feiern. Der Kapitän braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um bei Laune gehalten zu werden, nicht wahr? Pass auf dich auf, mein Schatz. Süß. Ah, persönliche Notizen, okay. Ist es das, was mich an sie erinnern soll? So, ansonsten ist hier nix. Hier ist eine Map. Ich bin mir sicher, dass diese Karte bereits seit einem Jahrzehnt veraltet ist, aber die Landschaft verändert sich nicht allzu schnell in solch entlegenen Orten wie Grönland. Deshalb werde ich mich schon hier zurechtfinden. Genau. Sehr nützlich, so ein Notizbuch. Jetzt haben wir es erst. In das man wichtige Informationen und Erinnerungen schreiben kann. Mit P. Nun, wo ist dieser Leuchtstab? Er müsste eigentlich noch im Spind sein. Der Schlüssel dafür befindet sich in meinem Inventar. Okay. Ich möchte aber noch gucken. Die Flasche möchte ich kaputt machen. Danke. Dieser Nebel hat uns sofort nach Verlassen des Hafens eingehüllt. Ich habe seit langem kein Land mehr gesehen, an dem man sich orientieren kann. Und ich frage mich, wie die Mannschaft unter solchen Umständen ihr Schiff navigiert. Verschollene hoher See? Kein schöner Gedanke. Okay, wieder eine... Oh, was ist hier? Ach, das ist hier eine Scherbe von der Jack Daniels. Hier unten ist nix. Gut. Ein riesiges Haigebiss. Nichts in der hier auch nicht. Gut. Dann haben wir halbe Energie nur noch. Mal kann ich denn... Ja, okay. Mal mit. So. An einige Zusatzbatterien, mit denen ich meine Taschenlampe füttern kann. Und so einen Leuchtstab. Gib mir den.
Das könnte nützlich sein, falls die Batterien der Taschenlampe zur Neige gehen. Ich kann über mein Inventar darauf zugreifen oder aber über das entsprechende Tastenkürzel G. Das sollte alles sein, was ich brauche. Ich möchte mich auf den Weg machen. Okay, eigenartige Bilder noch. Aber ansonsten, das Schloss nehmen wir auch mit. Die Batterien hat er gleich geladen. Das ist das Notizbuch. Persönliche Einträge. Haben wir noch kein Notizen der Liebesbrief. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, da haben wir alles, oder? Da können wir doch langsam mal losgehen. Lasst mich mal vorher ordentlich hinsetzen. So. Und vielleicht eine Tastatur. So. Mikro rangezogen und auf geht's. Noch während ich vom Boot stieg und mir meinen Weg durch den schneidenden Schneesturm zur Bahn, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einzig und allein vom Wunsch erfüllt war, mehr über meines Vaters Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Noch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde, doch bald schon würden sich all meine Bedenken als gerechtfertigt erweisen. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verlor. An die Eiseskälte und die Angst vorm Erfrieren kann ich mich jedoch noch sehr gut erinnern. Ich musste irgendwo Schutz suchen, und zwar schnell. Es ist so kalt, ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich brauche eine sichere Zuflucht. Okay. Meine Ohren fühlen sich ganz schön taub an. Aber ich kann den Wind immer noch laut heulen hören. Oder... Ich habe leider nicht gesehen, was es sonst war. Und Steine. Was ist das? Oh, ich muss die Steine holen, oder? Ich benötige dringend eine sichere Zuflucht. Das habe ich mir notiert. Wenn ich klicke und Interaktionstaste muss, dann sollte es mir gelingen, den Stein aufzuheben. Die Kette hat mich zwar geschwächt, ich kann immer noch Dinge werfen. Okay, dann werfen wir das mal. Gut. Oh. Ah, diese Sache von alten Spielen. Ich muss kurz hier das Mauspad weglegen. Das ist nicht groß genug dafür. Habe ich es in die falsche Richtung gedreht? Ich werde sterben, weil ich nicht drehen kann. Oh Gott. Lecco mio, Alter. Nimm es doch jetzt in die Hand und mach diese scheiß Schublade jetzt hier auf. Dankeschön. Wenn das im Spiel dann unten drin genauso lang dauert, dann sterben wir recht schnell. Gerade an der Tür geklingelt, aber ich muss kurz... Wir gehen mal kurz in den Pausenmodus, ich bin sofort wieder da. So Leute, da sind wir wieder. Das war unsere liebe Postfrau. Und wir gehen mal zurück zum Spiel. Herrje, mein Kopf. Ein Wunder, dass ich den Sturz heil überlebt habe. Oh. Das stimmt wohl. Okay, schauen wir uns mal um. Hier ist eine Tonne, die kann ich... nicht bewegen, glaube ich. Oh, hier ein Brief oder so. Emergency Exit Procedures. Leere Munitionskisten, was ist das nur für ein Ort? Okay. Ah, die kann ich schieben oder ziehen, besser gesagt. Oh. Ein Leuchtsignal. Okay. Eine Metallstange. Ist das eine Waffe? Kann ich das als Waffe benutzen? Okay, die kann ich auch nehmen. Lass mal kurz gucken. Einfach nur Stange aus Metall und ein Leuchtsignal. Was ist das? Das ist für die Batterie der Taschenlampe, ne? Also nicht unser Energielevel. Das hier unten ist unser Energielevel, ne? Kann ich denn... Sind das Shortcuts? Weiß nicht ganz.
Lass uns vielleicht erstmal hier. Hier haben wir auch noch ein Leuchtsignal. Eine Thunfischbox, die schon jemand aufgegessen hat. Mal schauen, ich kann diesen Hammer schwingen, indem ich Maus links gedrückt halte. Ich kann ihn rausholen, indem ich die Maus nach rechts... Ach, ich kann ausholen, indem ich die Maus nach rechts und sogleich wieder nach links bewege. Natürlich funktioniert das auch umgekehrt. Bewege ich die Maus nach hinten und schnell nach vorne, führe ich einen Stoß durch. Okay, kann ich damit mich wehren? Ich schätze, wenn ich Maus rechts gedrückt halte, kann ich mich umschauen, während ich eine Waffe in der Hand halte. Okay, kann ich die denn... Kann ich die irgendwie... Okay. Regale sind genauso... Oh. Okay, das ist eine... Ah, das ist die allgemeine Crouching-Taste. Ich habe jetzt bloß auf Alt groß gedrückt, weil ich gehustet habe und ich nicht wollte, dass ihr das hört. Und da bin ich in den Crouch-Modus anscheinend gegangen. Okay, machen wir erstmal weg hier. Das ist anscheinend Soldatenfutti. Nix dahinter. Wieder das mit den leeren Munitionskisten. Oh, da geht's lang. Da gucken wir gleich. Ich glaube auch, dass ich gar keine andere Wahl habe, dass es dort halt einfach weitergeht. Ah, hier ist noch eine Kiste. Na, gib mir das. Dankeschön. Mit einem Leuchtsignal, mit... Irgendwas blockiert den Weg. Okay, haben wir uns notiert. Wir gucken mal kurz. Ach nee, was war das? N wie Notizbuch, ne? Das ist der Liebesbrief. Ich befinde mich in einer unterirdischen Anlage, aber die einzige Tür aus dem Raum hinaus führt ist verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, den haben wir ja schon gefunden. Lass mich mal kurz was trinken. Mhm. Das ist köstlicher Tee. Gelassenheit heißt er. Die brauchen wir hier. So, dann schwingen wir mal unser Hämmerchen. Ich weiß gar nicht, ob man das als Waffe verwenden kann. Also ob ich damit auch jemanden auf die Oma hauen kann. Erstmal hier oben, oder? Okay, wo geht's denn hier hin? Wieder runter, oder was? Da kommen wir hier. Okay, das ist einfach nur ein Rundgang. Aber ich kann doch auch... Hier lang? Nee, das ist alles das Gleiche, oder? Okay. Die Luke ist bruchsicher und lässt sich nicht per Hand öffnen. Irgendjemand wollte wohl, dass dort niemand hineingelangt oder hinaus. Das schaut aus wie eine Art Mechanismus mit dem Loch in der Mitte. Allerdings sehe ich keine Möglichkeit, das Ding zu bedienen. Kann es denn sein? Lul. Mach erstmal wieder zu, kurz. Gut. Gucken erstmal, was hier ist. Aber ich glaube, hier ist einfach nur... Nichts dahinter. Das ist einfach nur die Versperrung, wo wir gerade gewesen sind, oder? Genau. So, das war wieder kurz wegen meinem Husten, Leute.
Man weiß ja nie. Oh, liebe Leute, ich sehe aber auch gerade, wir sind bei 20 Minuten angekommen. Bevor wir also diesen spannenden Weg nach unten nehmen, schlage ich vor, wir machen eine Aufnahmepause. Und dann legen wir beim nächsten Mal wieder los. Also bis dann. Tschüss.